Vision enthält eindeutig keinen Gender Pay Gap. Eine gute Verteilung von Frauen und Männern in den hochbezahlten Bereichsleiterebenen sowie Eltern, die sowohl als Erziehungsberechtigte als auch als Berufstätige erfolgreich sind, ohne dabei ihre mentale oder physische Gesundheit zu gefährden. Meine Vision für die Marktforschung ist, dass wir die Frage nach geschlechterspezifischen Unterschieden einfach nicht mehr stellen müssen, weil alle dieselben Chancen haben. Was es dafür braucht, ist ein Umdenken und flexible Arbeitszeitmodelle, die auch die Lebensrealitäten aller anderen Geschlechter außer den Männern einbeziehen. Das ist eine Frage der Kultur, eine Frage der, ja, wie ist die Organisation aufgebaut? Wie ist die Geschlechterverteilung wirklich in dem C-Level beispielsweise? Und da gibt es ja eben so Phänomene, dass Männer häufig dann auch Männer befördern, ne? So dieses Thomas-Prinzip oder wo eben einfach auch von mir der Wunsch wäre, dass jede Frau wirklich auch anderen Frauen hilft, in dieser Karriereleiter nach oben zu kommen. Mir noch wichtig wäre, ist, dass wir Strukturen schaffen, dass eben nicht immer nur die lautesten und präsentesten gehört werden. Denn diese Art von, ich nenne das jetzt dicke Hose-Kommunikation, ist eben eher bei Männern vertreten. Und was ich eben selber bemerkt habe, dadurch, dass ich mich ungern in den Vordergrund dränge, schon benachteiligt wurde. Und es wäre schön, wenn man ja, Strukturen schafft, in denen eben auch Introvertierten eine Chance gegeben wird, sichtbar zu sein. Ja, und leider beobachte ich weiterhin, dass wir Frauen immer noch die Tendenz haben, unseren eigenen Erfolgen gegenüber etwas kritischer zu sein. Und da wünsche ich mir einfach mehr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und letztendlich auch mehr diesem Credo mal zu folgen, tue Gutes und rede darüber und nicht so sehr dieses, ach, ich lasse mal meine Arbeit für mich reden. Und wäre es einfach wirklich sehr schön, wenn da Frauen da ein bisschen öfters mit stolzer Brust herumlaufen. Und weil ich denke, die Kraft von weiblichen Rollenvorbildern ist immens. Wenn wir davon also öfters sehen, kann das dann wiederum andere Frauen wieder inspirieren, wieder ermutigen, selbst eine Führungsrolle zu übernehmen. Insofern sehe ich die Hochschulen generell in der Pflicht, junge Menschen für die Marktforschung zu begeistern. Dies gilt insbesondere für den Bereich Data Science, in dem Frauen unterrepräsentiert sind. Hier gibt es leider noch viele Berührungsängste, obwohl die Studentinnen meiner Wahrnehmung nach mindestens so gut sind wie ihre männlichen Kommilitonen. Hier ist einfach stetiges Ermutigen und Fördern, zum Beispiel durch Abschlussarbeiten, Gutachten für Stipendien oder auch das Vorschlagen für Preise, unsere Aufgabe. I love Marfo. Das ist mein Motto. Und in der Anmoderation von Fokusgruppen sage ich ganz oft, ich werde dafür bezahlt, neugierig zu sein und viele Fragen zu stellen. Ein Traumjob, oder? Der Rat an die Neueinsteigerin: Habt Spaß. Definitiv. Natürlich wollt ihr euch entwickeln und gute Leistungen bringen. Aber bringt so viel Freude und Spaß rein, wie ihr nur könnt. In Australien habe ich tatsächlich eine sehr gesunde Einstellung zur Work-Life-Balance gewonnen und gelernt, dass das Leben einfach zu kurz ist, einen Job zu machen, der einem keinen Spaß macht. Ich finde, dass Frauen genau in unserer Branche eine Selbstverständlichkeit an den Tag legen, sich in die Führungsbranche zu bewegen und dort hervorragend zu agieren. Und das ist leider noch nicht überall so. Ich empfinde es aber in unserer Branche sehr, sehr gut und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Gerade wenn es um Bedürfnisse geht, Bedürfnisforschung, dann bringen Frauen mit ihrer hohen Empathie, ihrer sehr guten, geschulten, emotionalen Intelligenz sehr, sehr viel mit, um in dieser Branche zu punkten. Und das ist etwas, was unsere Branche auch ausmacht. Hier kommt meine kleine Mini-Gebrauchsanleitung für angehende Forscher und Forscherinnen. Erstens, überlasst es nicht dem Zufall oder der Initiative anderer, entdeckt zu werden. Das mag zwar bequem sein, macht euch aber handlungsunfähig. Seid aktiv. Manche Menschen stecken viel Zeit in ihre Urlaubsplanung, machen sich aber keinerlei Gedanken um ihre berufliche Weiterentwicklung. Das ist echt schade, denn nur wer sich bewusst macht, was er will, kann sein Handeln an seine Bedürfnisse anpassen.
Zweitens, Karriere ist kein Zufallsprodukt. Wer Karriere machen will, sollte seine Ziele formulieren, und zwar möglichst konkret. Wer seine Ziele erreichen will, muss auch daran glauben, dass alles klappt. Unsere Überzeugungen bestimmen immer die Obergrenze dessen, was möglich ist. Und drittens, macht das, was ihr liebt und lasst alles andere bleiben. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und übrigens, diese Gebrauchsanleitung gilt nicht nur für Frauen, sie gilt genauso auch für Männer. Equal Pay, denn Frauen verdienen de facto einfach noch weniger, auch in der Marktforschungsbranche, als Männer bei gleicher Leistung. Es muss einfach so sein, dass die Arbeitsumgebung so gestaltet werden wird, dass sie zu den Bedürfnissen von Frauen und Männern gleich passt, dass selbstverständlich Männer Elternzeit nehmen, und zwar mehr als 2 Monate, dass selbstverständlich Männer auch in Teilzeit arbeiten können, natürlich auch eine gleiche Bezahlung für gleiche Leistung passiert. Gleiche Bezahlung, gleiche Chancen sind definitiv ein ganz wichtiger Baustein. Also ich war tatsächlich schon auch erschrocken zu sehen bei den kürzlich veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamts, dass nach wie vor Frauen in Deutschland deutlich weniger verdienen als Männer und auch in der Marktforschungsbranche Männer mehr als Frauen verdienen.